diese 2 Punkte und du verlierst Gewicht innerhalb eines Monats. Die meisten Methoden zur Gewichtabnahme erfordern harte Arbeit und Engagement, aber du kannst doch den einfachen Weg nehmen. Drück diese 2 Punkte und du verlierst Gewicht innerhalb eines Monats. Akupressur ist eine sichere, natürliche und effektive Methode, die nicht nur deinen Körper heilen kann, sondern auch den Stoffwechsel anregt und dir hilft, zusätzliche Pfunde zu verlieren. In nur ein paar Minuten wirst du herausfinden, welche Punkte auf dem Körper du zum Abnehmen anregen solltest. Aber zuerst klick kurz auf Abonnieren und klingel die kleine Glocke, um uns auf der Sonnenseite des Lebens zu begleiten. Nach der traditionellen chinesischen Medizin kann man den Prozess der Gewichtsabnahme fördern, wenn man überschüssige Feuchtigkeit und Wärme aus dem Körper austreten lässt. Nimm diese Worte jedoch nicht wörtlich. Zusätzliche Wärme und Feuchtigkeit zu entziehen bedeutet, dass man bei der Stimulation bestimmter Punkte das Energieungleichgewicht beseitigt und den Stoffwechsel anregt. Darüber hinaus unterstützt du damit die Gesundheit der Verdauungsorgane. Der Akupressurpunkt in der Oberlippenrinne. Einer der wichtigsten Akupressurpunkte, der für die Gewichtsabnahme verantwortlich ist, ist GV26. Jeder dieser Punkte hat seinen eigenen Namen. Er befindet sich auf der Oberlippe direkt unter der Nase. Du findest ihn in der Mitte der Oberlippenrinne, die kleine Falte an deiner Oberlippe. Üb 2-mal täglich Druck auf diesen Punkt aus. Nicht zu stark drücken und nicht länger als 5 Minuten durchführen. Diese Übung wird dir helfen, den Hunger zu kontrollieren und den Appetit zu zügeln. Der Akupressurpunkt am Ellenbogen. Der zweite Akupressurpunkt, der helfen kann, Gewicht zu verlieren, befindet sich am Ellenbogen. Er heißt LI11. Dies ist ein wichtiger Punkt im Zusammenhang mit dem Dickdarm. Du findest diesen Punkt auf der Innenseite deiner Ellbogenfalte in der Nähe des äußeren Teils deines Ellbogens. Wenn du diesen Ort massierst, stimulierst du deine Darmfunktion und entfernst überschüssige Feuchtigkeit aus dem Körper. Üb mit Hilfe des Daumens einen mittleren Druck auf den Akupressurpunkt des Ellbogens aus. Täglich 1 bis 2 Minuten lang drücken. Auf diese Weise erzielst du die beeindruckendsten Ergebnisse. Durch das Drücken dieser 2 Punkte stimulierst du die Energie im Körper, was sich positiv auf die Hauptfaktoren auswirken, die Fettleibigkeit verursachen. Du steigerst den Stoffwechsel, senkst den Stress und reduzierst den Appetit. Eine solche Massage hat auch Auswirkungen auf den Teil des Gehirns, der für das Hungergefühl verantwortlich ist. Die traditionelle chinesische Medizin besagt, dass du an Gewicht zunimmst, wenn du an einem Ungleichgewicht im Körper leidest. Dieses Ungleichgewicht kann durch Probleme mit Milz, Leber, Schilddrüse, Hormonsystem und Nieren ausgelöst werden. Deshalb zielt die Akupressur auf die mit diesen Organen verbundenen Punkte ab. Neben den 2 Hauptakupressurpunkten gibt es aber noch einige andere, die zu ähnlichen Gewichtsabnahmeergebnissen führen. Der Akupressurpunkt unter dem Bauchnabel. Dieser Punkt befindet sich etwa 2,5 cm unter dem Bauchnabel. Massiere ihn 1 bis 2 Minuten lang 2-mal täglich in Auf- und Abwärtsbewegungen. Der beste Weg ist, den Zeiger- und Mittelfinger zu benutzen. Diese Methode wird dazu beitragen, deine Verdauung zu verbessern. Es wird auch die Situation verbessern, wenn du regelmäßig an Verstopfung leidest. Die Beseitigung dieses Problems wird schließlich zu einer Gewichtsabnahme führen. Der Akupressurpunkt unter den Rippen. Dieser Punkt wird auch als Bauchbetonungspunkt bezeichnet. Er befindet sich etwas unterhalb der unteren Rippen. Zeichne eine imaginäre gerade Linie von deinen Ohrläppchen nach unten. Genau da. Drück diesen Punkt mit dem Zeiger und Mittelfinger jeder Hand gleichzeitig. Das wird helfen, wenn du Verdauungsstörungen, Rippenschmerzen, Geschwüre oder Appetitlosigkeit hast. Wenn du diese Punkte massierst, um Gewicht zu verlieren, drück ihn jeden Tag etwa 5 Minuten lang. Der Akupressurpunkt am Sprunggelenk. Du findest diesen Punkt auf der Innenseite deines Beines, etwas höher als dein Knöchel. Benutz deine Daumen, um hier Druck auszuüben. Du solltest diesen Punkt etwa 1 bis 1,5 Minuten lang drücken und dann langsam loslassen. Versuch diese Übung jeden Tag zu machen. Du wirst bald feststellen, dass dein Verdauungssystem stärker geworden ist und effektiver zu funktionieren beginnt. Der Akupressurpunkt am Knie. Du findest den Kniepunkt ca. 5 cm unter der Kniescheibe. Er befindet sich etwas außen gelegen an der Außenseite des Beins. Versuch den Fuß auf und ab zu bewegen. Du kannst sicher sein, dass du die richtige Stelle gefunden hast, wenn du einige Muskeln unter dem Finger zucken spürst. Um unerwünschtes Gewicht zu verlieren, drück diesen Punkt 1 bis 2 Minuten am Tag mit Hilfe des Zeigefingers. Auf diese Weise hilfst du deinen Verdauungsorganen auf die richtige Weise zu funktionieren.
Du verbesserst die Verdauung, unterstützt die Gesundheit des Magens und versorgst das Blut mit allen notwendigen Nährstoffen. Der Akupressurpunkt am Ohr. Um diesen speziellen Punkt zu finden, musst du den Daumen direkt vor dem Ohr neben der kleinen dreieckigen Gewebefalte positionieren. Der Daumen ist die beste Wahl, da er eine größere Fläche abdeckt und nicht nur einen, sondern drei Akupressurpunkte an dieser Stelle stimuliert. Du kannst hier ganz einfach sicherstellen, dass du den richtigen Punkt gefunden hast. Öffne und schließe den Mund mehrmals. Du solltest die Bewegung deiner Kiefer spüren. Der Druck, den du auf den Ohrpunkt ausübst, sollte konstant und weder zu stark noch zu schwach sein. Halt den Punkt circa 3 Minuten lang gedrückt und es wird dir auch hier helfen, deine Hungergefühle und den Appetit zu kontrollieren. Darüber hinaus wird es auch deine Verdauung verbessern. Die Stimulation des Ohr-Akupressurpunktes ist nicht nur für die Gewichtsabnahme, sondern auch für die Reduzierung des Drucks, der sich um den Kiefer angesammelt hat, wirksam. Du kannst diese Methode auch bei Migräne, Ohrenschmerzen oder Ohrinfektionen anwenden. Wenn du mit den Akupressurpunkten arbeitest, stell sicher, dass du es richtig machst. Wenn du zum Beispiel 2 Punkte auf verschiedenen Seiten deines Körpers drücken musst, versuch dies gleichzeitig zu tun. Verbring die gleiche Zeit damit, diese Punkte zu massieren. Wende auch einen ähnlich leichten oder mittleren Druck auf beide Punkte an. Du solltest einen Druck finden, bei dem du dich wohlfühlst. Niemals zu feste drücken. Denk daran, dass deine Haut bei leichtem Drücken nur leicht gedehnt werden soll. Du solltest deinen Knochen nicht unter den Fingern spüren oder deinen Puls messen können. Wenn du einen mittleren Druck ausübst, ist es in Ordnung, wenn sich deine Gelenke und Muskeln bewegen. Vielleicht spürst du ja sogar doch deinen Puls. Die beste Umgebung für die Stimulation von Akupressurpunkten ist ein ruhiger und friedlicher Ort, aber das ist keine verpflichtende Bedingung. Du kannst Akupressur zu Hause, bei der Arbeit, beim Duschen oder im Bett üben. Neben einigen erstaunlichen Vorteilen bei der Gewichtsabnahme kann Akupressur dich deutlich gesünder machen. Es hat eine beruhigende Wirkung auf Geist und Muskeln und fördert eine schnellere Heilung von körperlichen Erkrankungen und psychischen Störungen. Es strafft die Gesichtsmuskulatur, verbessert die Durchblutung und hilft, Muskelverspannungen zu lösen. Akupressur macht den Körper stärker, was dazu führen kann, dass man weniger Medikamente einnehmen muss. Allerdings solltest du bedenken, dass Akupressur seine Magie nicht entfalten kann, wenn man einen ungesunden Lebensstil führt. Versuch diesen chinesischen Ansatz mit körperlicher Aktivität und einer angemessenen Ernährung zu kombinieren. Nimm mehr entzündungshemmende und gesunde Lebensmittel wie Beeren, Nüsse und Gemüse in deine Ernährung auf. Reduziere dazu die Menge an vorverpackten und verarbeiteten Lebensmitteln, die du konsumierst. Lerne oder entwickle die Fähigkeit, alles ganz frisch zu kochen und iss unbedingt mehr Gemüse und Obst. Diese Produkte zusammen mit Vollkornprodukten sollten 2/3 der täglichen Mahlzeiten ausmachen. Es enthält viele Ballaststoffe und Antioxidantien, die Entzündungen bekämpfen. Versuch die Menge an rotem Fleisch, die du konsumierst, zu verringern. Wenn du Rindfleisch kaufst, wähl mageres Fleisch. Wenn du Geflügel bekommst, stell sicher, dass es ohne Haut ist. Vermeide gesättigte Fettsäuren. Es sollte nicht mehr als 7% dieser Fette in deiner täglichen Kalorienzufuhr enthalten sein. Iss mehr Fisch, da es eine perfekte Quelle für Omega-3-Fettsäuren ist. Und mehr Omega-3-Fettsäuren bedeuten weniger Entzündungsprozesse im Körper. Die besten Optionen sind Thunfisch, Makrele, Lachs, Sardinen und Forellen. Wenn du keine Zeit hast, ins Fitnessstudio zu gehen, versuch in deinem Alltag aktiver zu sein. Spazier im Park, geh schwimmen, nimm an einer Tanzstunde teil oder radel einfach zur Arbeit. Wie du willst. Was ist mit dir? Hast du schon mal die heilende Wirkung der Massage von Akupressurpunkten erlebt? Wenn ja, sag's uns unbedingt unten in den Kommentaren. Denk dran, uns ein Like zu geben, wenn das Video dir gefallen hat und klick auf Abonnieren. Denn so sieht man sich auf der Sonnenseite des Lebens wieder. Bis dann!